Ich finde das eine gute Meldung. Guten Tag, guten Tag. Infektionsschutzgesetz hat der Bundestag beschlossen. Ja. Ich sage, die haben Angst. Zum Beispiel Angst vor auf 1. Also wer das noch nicht kennt, alternatives, unabhängiges Fernsehen. Ich kenne es schon seit, oh, ja, seit Bestehen. Die Schlagzeilen sind voll, ne? Vor einer Stunde. Corona-Regeln für Herbst, Bundestag beschließt, ne, und so weiter und so fort. Kann man sich dann durchlesen, wenn man möchte. Maske und blablabla. Na ja. Gut, aber hier, die Sendung Zapp, die hat zum Beispiel, ich finde, die waren zu blöd. Die haben gesagt, ja, und der böse Sender auf 1 hat ja schon 206.000 Abonnenten, die Tagesschau nur 4.631 und auch die New York Times nur 80.231. Also 200. 50-fache, ne? Naja, gut. Das Interessante dabei ist, auf 1 hatte mich darauf hingewiesen, also per Mail. Die Sendung dauert 44 Minuten, lohnt sich nicht unbedingt anzugucken. Es wird versucht, auf 1 kaputt zu machen und ja, und alles Rechte und Stefan Magnet, der Gründer von auf 1, ja, das ist ein ganz schlimmer Rechter, wurde früher auf einer rechten Veranstaltung gesehen. Die Sendung kommt erst am 21.09.22, angesichts des heißen Herbstes, ich weiß nicht, also und dieses Infektionsschutzgesetzes, was natürlich wieder mal zumindest einen Zusammenhang erkennen lässt zu Demonstrationen, die ja sowieso alle recht sind. Ich sage einfach, die haben Angst. Kannst du sagen, was du willst, mein Lieber? Ach so, nee, hier sitzt keiner. Nein, ohne Quatsch. Die haben einfach Angst davor. So, wenn ich jetzt nochmal an das Thema Wahlen erinnere, ne, das ist auch so eine Sache. Die böse AfD. Ich halte nichts von Parteien, aber ich bitte einfach nochmal drüber nachzudenken. Mein Video von vor einer Stunde ungefähr. Es ist nicht so falsch, was der Kommentator da sagt. Und das zitiere ich da. Und da bitte ich drüber nachzudenken. Und hier, naja, hier müssen wir sehen, was uns bevorsteht. Angesichts der Demonstrationen und angesichts der Angst, die die vor so einem einfachen Sender haben und dann so blöd sind, zu zeigen. Und das finde ich ja das blöde Unlogische. Wenn wir so wenige wären, dann würden wir nicht so viel auf eins gucken. Wenn die anderen so viel wären, würden nicht nur 4.631 Abonnenten auf Tagesschau gucken. Anders gesagt, könnte man auch denken, ja, die gucken dafür jeden Abend und andauernd glotzen, ne? Das kann natürlich auch sein. Gut, wie auch immer, in den Kommentaren nett bleiben, nicht rummeckern und bloß Frust ablassen. Das wissen wir alles selber. Aber vielleicht könnt ihr euch mal die Sendung angucken. Ach so, ja, ich werde diese Sendung mal verlinken. Auf 1 hat mir einen Link geschickt, deswegen bin ich da überhaupt drauf gegangen. Aber die Stelle, die hat mir am meisten gefallen. Ja, nebenbei, ich habe auf doppelte Geschwindigkeit dann gestellt und dann, man hörte nur hilflose junge Professoren und andere Experten. Naja, ach, hol's der Teufel. Lassen wir es dabei. Einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Bildung hilft.